Sind Steuern Raub? Um diese Frage zu klären, schauen wir uns die Definitionen von Eigentum, Raub, Gewalt und Steuern an und leiten auf Basis dieser Begriffsdefinitionen eine Antwort her. Was ist Eigentum und welche Formen von Eigentum gibt es? Eigentum wird als die Verfügungs- und Nutzungsgewalt des Eigentümers über eine Sache definiert. Es wird zwischen zwei Formen von Eigentum unterschieden. Zum einen wäre da das Kollektiveigentum, bei dem sich das Eigentum unter staatlicher oder gesellschaftlicher Kontrolle befindet. Demgegenüber steht das Privateigentum, welches die Sachherrschaft von Einzelpersonen oder Personengruppen als Eigentum in Privathand definiert. Was ist Raub? Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, Raub zu definieren. Die staatliche Definition ist für unsere Herleitung ungeeignet, da es wenig Sinn ergibt, dem Steuereintreiber als Beschuldigtem die Definitionshoheit zu überlassen. Folgend werden wir aus einer Vielzahl an Definitionen eine allgemeingültige Definition bilden. Die Definitionen lassen sich auf 2 bis 3 Kernpunkte reduzieren. Zum einen wäre da die Gewalt, welche wir rot markieren. Zum zweiten die Wegnahme, die Aneignung der Sache, welche wir blau markieren. Zudem könnte man als Teilbestandteil, hier in grün markiert, die Illegalität berücksichtigen. Definitionen von Raub. Duden. Eigentum eines anderen widerrechtlich und unter Anwendung oder Androhung von Gewalt in seinen Besitz bringen. Wiktionary. Das gewaltsame Wegnehmen. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Etwas, jemanden gewaltsam in seinen Besitz bringen. Etwas jemandem unter Anwendung oder Androhung von Gewalt wegnehmen. Cambridge Dictionary. Mit Gewalt wegnehmen, stehlen. Weitere Definitionen aus internationalen Wörterbüchern. Auch die staatliche Definition beinhaltet die herausgearbeiteten Bestandteile der vorher aufgeführten Begriffsdefinitionen. De jure. Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Hieraus leiten wir die folgende Definition ab. Raub ist das Schädigen einer Person in ihren Eigentumsrechten mittels Androhung oder Anwendung von Gewalt. Was ist Gewalt? Bei Gewalt unterscheidet man zwischen verteidigender und initiierender Gewalt. Für unsere Herleitung fokussieren wir uns auf die initiierende Gewalt, da Raub immer mit der Proaktivität durch Wegnahme des Räubers einhergeht. Unsere Definition von illegaler Gewalt. Die Ausübung physischen Zwangs mit dem Ziel, eine Person zu einem von ihr nicht gewünschten Verhalten zu bewegen. Was sind Steuern? Lexikon der Politikwissenschaft, Band N bis Z. Steuern sind Zwangsabgaben, die von natürlichen und juristischen Personen erhoben werden und einem ertragsberechtigten Gemeinwesen zufließen, um dessen allgemeinen Finanzbedarf zu decken. Ertragsberechtigung wird hier in Form staatlicher Rechtssetzung definiert. Somit definiert sich der Staat als potenzieller Dieb als ertragsberechtigt, was wohl jeder Dieb gern von sich behaupten würde. Fassen wir zusammen. Raub ist das Schädigen einer Person in ihren Eigentumsrechten mittels Androhung oder Anwendung von Gewalt. Steuern sind Zwangsabgaben, die von natürlichen und juristischen Personen erhoben werden und einem ertragsberechtigten Gemeinwesen zufließen, um dessen allgemeinen Finanzbedarf zu decken. Illegale Gewalt ist die Ausübung physischen Zwangs mit dem Ziel, eine Person zu einem von ihr nicht gewünschten Verhalten zu bewegen. Daraus ergibt sich folgendes Bild. Erste Prämisse. Steuern sind das Schädigen einer Person in ihren Eigentumsrechten unter Anwendung oder Androhung von Gewalt. Zweite Prämisse. Das Schädigen einer Person in ihren Eigentumsrechten unter Anwendung oder Androhung von Gewalt ist Raub. Schlussfolgerung: Steuern sind Raub.